Rocco, schön, dass du da bist. Danke, Nils. Es ist mir eine große Freude und auch der Anlass ist dementsprechend. Ne? Das ist schon gut. Du warst letztes Jahr da beim Immergut-Festival? Ich war letztes Jahr da und ich werde nicht müde, diese Geschichte zu erzählen, gerade bei den Sportfreunden Stillern. Mir ist das Schönste passiert, was einem Mann in dem damaligen Alter von 32 Jahren passieren kann. 31. Ich habe auf der Wiese gestanden, mir die Sportfreunde Stiller angesehen und ungefähr 40 Minuten Gänsehaut gehabt. Nein. Und es war so schön, ich war emotional so ergriffen. Es sind keine Tränen geflossen, aber es ist mir passiert, dass ich wieder an die Popmusik geglaubt habe. Nein. Ich war vorher, stand ich ja mehr auf Rock, aber die Sportfreunde Stiller manifestierten damit irgendwie dieses Indie-Rock-Festival, was ja das Indie-Rock-Festival ist. Und das war perfekt. Ich habe mich darüber so gefreut, dass es mir wieder passiert ist. Also alles, was in Deutschland Indie-Rock ist und Rang und Namen hat und noch keinen Rang und keinen Namen hat, spielt da. Gerade nicht, eher verbissen durch manche Schicht, schaufelt jemand wie verrückt ein Stück Welt zurück ans Tageslicht, noch bevor es aufbricht, sich unerhört ins Zimmer stiehlt, sich um Gesichter herumzustapeln. Wann wurde je so inszeniert? Wann wurde derart je verziert? Man ist empört, zugleich entzückt. Von Susso aus, das sieht kurz vor Usedom, sind wir bis hier runter Neustrelitz jetzt gelaufen. Eigentlich richtig hergelaufen sind wir von Susso nach Gützko, von Gützko nach Jamen, von Jamen nach Altentreptow, über Bergklempenow halt. Dann von Altentreptow sind wir nach Neubrandenburg gefahren und von Neubrandenburg sind wir dann wieder über den Tollensesee an einem kleinen Campingplatz halt machend, gestern Abend das Gewitter abwartend, weitergezogen über Altrese. Ja, was kam noch für Orte? Neustrelitz. Und jetzt halt quasi kurz vorm Immergut. Hallo, weiter durchgehen im Gang. Da hinten ist er noch frei. Ist er nicht da oben oder was? Durchletzen da.
mit dir zwischen den gelben Bogen auf. Jedes Jahr machen wir hier das kleine Spielchen. Nehmen Haufen Autos von der Straße dadurch, ist ja klar. Und das wird sehr gut angenommen als Service, auch wieder um in die Stadt reinzukommen, zum Einkaufen. Das ist der Beitrag, den wir machen für die Stadt, für alle. Nie Ärger hatten in diesem Wagen, weil die Leute sind einfach alle nett und freundlich. Und letztes Jahr zum Beispiel sind wir damit liegen geblieben. Tag später, ich habe eine Laola-Welle am Bahnsteig gekriegt, als ich 3 Stunden später angekommen bin. Schön, wir wollen nicht zu Fuß laufen, dann überhaupt noch kommen. So läuft das hier bei uns noch. Willkommen zu Hause. Es war eine lange, lange Reise. Hallo, wir sind hier auf dem Immergut-Festival 2009. Wer das Spiel noch nicht kennt, wir bauen ein Zelt auf. Das Problem ist, das Zelt ist neu und ich kenn's nicht. Wir werden jetzt die Teilnehmer nicht alle wegkriegen mit dem Triebwagen. Der ladet oben nur aus, kommt gleich wieder zurück, dann holen wir den Rest und die kriegen den gleichen Zug, als wenn sie beim ersten gefahren wären. Du kennst dich so gut aus auf den, aber du weißt, du wirst doch nicht mehr finden, was du brauchst. Das ist der 772001 mit einem E-Schaltgetriebe, wo man noch alles per Hand machen muss. Zwischengas geben und so weiter. Und fährt sich schon ein bisschen anspruchsvoller als ein IC. Ne? Da drückt man nur so einen Knöpfer, fährt das Ding los. Ein Problem, was ich habe, ist Zelt aufbauen und dabei quatschen. Ganz schwierig. Ich komme ja heute Abend auch her hier. Ne? Ich komme mit meiner Frau rum für 2 Stunden, gucken wir das an. Ist ein bisschen laut für mich, für mein Alter. Ne? Aber ansonsten die Musik und alles, was fachlich gemacht hat, ist ein hohes Niveau, muss ich sagen. Mir gefällt's. Ich brauche Hilfe. Würde mir jemand helfen? Willkommen zu Hause. Oder 1A. Darf ich vorstellen, mein neues Zelt. Ich muss mich kurz verstecken. Ich weiß, aber jetzt ist der Himmel blau und die Sonne scheint. Ich heiße Daniel Kempf und bin seit dem ersten Jahr bei dem Immergut involviert, sozusagen Initiator mit meinem guten Freund Mirko zusammen und mache seitdem das Booking und diverse andere Aufgaben und ja, mein Spitzname ist Camper. Wir haben gerade vorhin ein Interview mit der Taz gemacht und da saßen wir ja glücklicherweise Camper und ich zusammen und das war vor 11, 12 Jahren auch immer so. Also wir haben uns halt da erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, Tennisclub zusammen gespielt haben und so die gleiche Musik gehört haben, die halt überhaupt nicht zum Tennisclub passt. Aber und Daniel war halt irgendwann so sehr von der Idee begeistert, halt dieses Festival zu machen, das halt ganz anders ist als das, was es bis dahin auf dem Markt gab.
Ist so ähnlich gewesen. Also, ich war auf dem Hurricane 98 und bin dann wieder nach Hause gefahren und war irgendwie so ein bisschen frustriert, weil ich dachte, ey, jetzt hast du so viel Geld bezahlt. Dann die Bands, die du eigentlich sehen wolltest, haben irgendwie nachmittags auf irgendeiner komischen Bühne gespielt und war auch alles so teuer und irgendwie müsste es ein Festival geben, das irgendwie meinen Ansprüchen gerecht wird. So. Und einfach ein Festival für meine Szene. Und das waren halt damals Sachen wie Ready Made, wie Slut, wie Beatsticks, Sportfreunde Stiller. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, wie man das vielleicht machen könnte und habe dann versucht, meinen Freund Mirko zu überreden, mit mir zusammen ein Festival zu machen. Aber 98 im Herbst hat er, glaube ich, angefangen zu studieren. Deswegen konnte ich ihn nicht überzeugen, weil er einfach sich darauf konzentrieren wollte. Und ein Jahr später habe ich es nochmal versucht, nochmal mit derselben Idee. Und dann haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt, haben ein Konzept geschrieben. Und haben daraufhin dann so viel tolles Feedback bekommen, dass das dann für uns der Startschuss war, ist immer gut. Naja, also ich bin nicht so ich bin nicht so deep drin in der Musik wie Daniel oder Mirko. Und deswegen kam ich, glaube ich, eher von der Warte aus rein, dass ich meinen Freunden helfe. Aber ich war auch auf dem Hurricane mit Daniel, Anja und Sabrina. Und ich wurde da, ich glaube, es war mein 20. Geburtstag oder 19. ich weiß nicht mehr. Und da waren wir halt bei Fanta 4 und ich glaube, das war halt Daniel und ich, wir waren halt ziemlich drin in der Menge im Mob. Wenn man jung ist, macht man halt sowas. Ne? Und da ist die ganze Menge umgefallen und das war halt auch so ein Moment, also ich glaube wahrscheinlich eher für ihn, wo er dann gemerkt hat, ich will nicht, dass du erdrückt wirst an deinem 20. Geburtstag. Und so ist das eigentlich entstanden, also dass wir gesagt haben, wir wollen was Kleines, Familiäres mit unseren Bands für uns. Zum Immergut bin ich gekommen, weil ich mit Daniel und Mirko befreundet bin, schon länger als das Festival existiert. Und die beiden haben sich das ja ausgedacht, da irgendwie so Ende der 90er Jahre. Und dann war ich, glaube ich, damals der Einzige mit einem Computer. So, das war so 99. Und dann haben wir an meinem Rechner so die ersten Flyer gemacht. Da war ich auch noch, obwohl ich jetzt nicht wirklich Grafiker bin, dann ist fürs Layout zuständig. Aber es war dann alles nicht so richtig professionell, aber immerhin kam was raus am Ende. Und auch die Homepage habe ich im ersten Jahr und im zweiten Jahr allein gemacht. Und erst im dritten Jahr kam dann ein Grafiker dazu und ein richtiger Programmierer und so. Also es war so ein bisschen, ich war so der Mann für ein bisschen der mit dem Computer, Flyer, Werbemittel, Homepage. Wir sind ein großer Freundeskreis und zwei von meinen Freunden, die haben sich das halt im Prinzip ausgedacht. Und dann ist man natürlich am Überlegen, also es gibt dann viel Arbeit zu erledigen und da wird jeder eingeteilt, jeder für irgendwas genommen. Und dann hatte ich dann halt schon den Stempel aufgedrückt. Ne? Und dann hatte ich den Security-Bereich, weil ich zu der Zeit bei der Bundeswehr gewesen bin. Und wie es so ist, haben sie gesagt, okay, das ist der richtige Mann für die Sicherheit. Ne? Und schwuppsiwupps hatte ich den Job weg. Ne? Naja, wenn man, das hört sich mal als 30-Jähriger total bescheuert an, aber wenn man so jung ist, ne, mit 20, ist man halt auch so wahnsinnig naiv und strotzt so vor Energie. Und man kennt gar keine Grenzen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass man an Grenzen stößt. Man geht dann so ein Projekt an und hat dann eigentlich gar kein wirklich klares Ziel, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie das am Ende aussieht. Sondern man geht halt diesen Weg und dieser Weg ist schon die Herausforderung eigentlich. Und das ist alles total spannend, weil wir von nichts eigentlich eine Ahnung hatten. Wir waren einfach nur Musikliebhaber, die was machen wollten und auch Zeit hatten natürlich als Studenten oder ich war dann damals auch Zivildienstleistender. Und ja, dann geht man halt diesen Weg und jeden Tag entdeckt man Sachen und es entwickelt sich halt einfach alles. Wir haben uns alles quasi selber beigebracht. Aber ich hatte vorher auch keine Vorkenntnisse tatsächlich. Ich habe mich einfach nur für Musik interessiert und Mirko war einfach auch derjenige, der mich musikalisch eigentlich sozialisiert hat und ich ihn auch. Und wir haben uns einfach gegenseitig immer vorangetrieben, was Musik anbelangt. Deswegen war für mich halt völlig klar, wenn ich sowas mache, dann muss da einfach Mirko involviert sein. Ich habe natürlich dann so Sachen gemacht wie, ich habe bei der Schülerzeitung, war ich Musikredakteur, Oasis-Rezension geschrieben, mit Dirk von Lotze telefoniert, war ich unfassbar stolz damals, da war ich so 18, 19. Dann habe ich ihn zu Hause anrufen dürfen, habe über das Label irgendwie ein Interview klar gemacht und habe ihm vom trostlosen Neustrelitz erzählt. Und dann ein Jahr später habe ich das immer gut, dann zwei Jahre später mit Mirko gemacht, dann habe ich tatsächlich wieder bei seine Feste zum Angerufen und habe ihm gesagt, Dirk, so jetzt geht's los, jetzt ist es nicht mehr trostlos, jetzt machen wir ein Festival. Boah, der wollte da nicht so richtig mit mir drüber reden, weil das war dann Business. Der hat dann immer nur gesagt, wende dich an meine Booking-Agentur. Und ich, an wen?
ja, okay, mache ich. Und das war für mich halt total, wieso, ich habe dich doch am Telefon, du kannst mir doch einfach sagen, ob du jetzt spielen willst oder nicht. Und so war einfach im Prinzip alles. Also wir haben halt alles irgendwie selber erstmal irgendwie lernen müssen und das war halt sehr, sehr spannend. Also ich glaube, was wir lernen mussten, ist, dass es tatsächlich eine Verhandlung ist. Dass selbst Behörden, ich meine, es gibt Gesetze und Regeln, aber die sind auch alle nicht so fest. Und die, ich meine, die haben selbst auch keine Ahnung. Die haben halt, irgendwann sind sie mal auf mich zugekommen und haben gesagt, wir haben hier von einem Fußballspiel gelesen, da sind irgendwie 20.000 Leute im Stadion und da müssen da 200 Sicherheitsleute sein. Und das wollen sie halt auf einem Festival anwenden. Und dass die Gegebenheiten hier ganz anders sind. Also ich meine, damals habe ich halt noch gelogen und habe den, also wir hatten 30 professionelle Security und 20 Freunde, die beim Bund sind und dann 50 Helfer. Und ich habe gesagt, ja, wir haben 100 Sicherheitskräfte hier und habe den ganzen Namen aufgeschrieben. Und ich glaube, irgendwann haben die auch gemerkt, dass ich lüge, aber haben gemerkt, dass es klappt. Und ich glaube, so lief das oft. Die haben halt ihre Forderungen gestellt, wir haben ein paar davon umgesetzt, ein paar nicht. Und dann hat man sich irgendwann in der Mitte getroffen. Also es ist halt tatsächlich so ein Verhandlungsding. Damals kam dann eine Anfrage, ob wir Lust hätten zu spielen. Ich glaube sogar, es war der erste Festivalauftritt, den wir jemals gespielt haben. Da sind wir hingekommen, haben ein riesiges Gelände gesehen, haben gesehen, dass wir halt aber auch abends um 8 Uhr auf der Hauptbühne spielen. Nur zu dem damaligen Zeitpunkt waren noch nicht so viele Leute da. Ich glaube so um die, ich würde mal schätzen, 300. In Erinnerung geblieben ist uns das deswegen auch, weil wir einfach unglaublich viele Leute kennengelernt haben. Andere Bands, sowas wie die Donuts, glaube ich, die damals auch schon dabei waren, oder Soulmate. Aber vor allem halt die Leute, die das hier machen, also Mirko und Daniel, Peggy. Und was uns halt direkt aufgefallen ist, war, dass halt alle Leute das mit so viel Liebe gemacht haben. Und da das auch immer für uns der Grund war, überhaupt Musik zu machen, glaube ich schon, dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum wir dann öfter hier spielen durften. Ja, wir haben begonnen 96, also da ging es so los, die allerersten Anfänge. Und dann, ja, wir haben dann viel gespielt einfach, immer mal. Und dann tauchte irgendwann ein Festival namens Immergut auf. Und da haben so die Bands gespielt, die wir sehr gerne mochten. Und die mochten uns anscheinend. Und das war halt so gerade die Zeit, wo das mit dem Indie-Gitarren Sachen irgendwie losging und dann sind wir da hochgefahren nach Mecklenburg, genau, und ja, immer gut, erinnere ich mich echt an viele Sachen, also zum einen, dass wir so wie Gott uns schuf in einem wunderbaren See mit Sandstrand gebadet haben mit einem Bier in der Hand, jawohl, das Rocco Klein kommt mir sofort in den Sinn. Wir hatten halt Rocco Klein von Anfang an im Boot, zum Beispiel damals Viva 2 Moderator, den wollte ich hier als Moderator haben, weil ich das immer so toll fand bei den Neuigkeiten von Viva 2, wie er immer dann im Fahrstuhl gestanden hat mit so einem ganz langen Mikrofon und hat dann immer so relativ steif für so ein Musikfernsehen, ein junges Musikfernsehen, dann die Nachrichten angesagt. So. Ich wollte ihn genauso in diesem Anzug und mit diesem Mikrofon wollte ich ihn auf der Bühne haben, dass er dann hier die Bands genauso anmoderiert. Dann habe ich ihn halt angerufen und habe gesagt, du, wir machen hier ein Festival. Und mich haben dann auch viele immer ausgelacht, wenn ich die angerufen habe und gesagt, wir machen ja Neustrelitz jetzt ein Festival für die Szene, wir wollen hier alle großen Indie-Events haben. Aber er hat uns von Anfang an auch ernst genommen und hat das einfach echt ganz, ganz toll gefunden und hat uns wahnsinnig unterstützt von der ersten Sekunde an. Über Jahre bis zu seinem Tod hat er einfach immer wieder, das war unser größtes Werbetool, das sich bescheuert an, aber er war einfach der wirklich am meisten fürs Immergut gebrannt hat. Das hat uns wahnsinnig viel gebracht, ja, so viele Leute kamen auf mich zu und meinten, ja, Rocco, unser gemeinsamer Freund Rocco, der schwärmt immer von euch. Dann gab es auch noch andere Leute, wie MC Lücke von Fritz, der uns unterstützt hat und viele Fanzines, die Intro, definitiv, Festival Guide, haben uns wahnsinnig toll unterstützt in den ersten Jahren. Und da ist einfach das Ganze ins Laufen gekommen. Und dann eben die Menschen, die hier waren, das toll fanden, besonders fanden und der Meinung waren, eine tolle Zeit hier gehabt zu haben und nichts anderes Vergleichbares zu kennen und das dann einfach kommuniziert haben. Und darüber ist dann einfach dieser Hype entstanden. Und wir haben ja auch so auf so Sperrholzplatten, die auf so Baugerüsten standen, unsere Instrumente aufgebaut. Aber man merkt halt einfach, dass da sehr viel Leidenschaft drin gesteckt. Immer Hunger.
Und wir machen uns immer vor dem Festival einen Plan. Der geht dann Freitag die Woche vor dem Festival los und geht dann bis zum Festival und gibt für jeden Tag ganz klar definierte Aufgaben, wo auch immer ein Name hintersteht und jeder hat sich um diese erstmal um seine eigenen Aufgaben zu kümmern. Und dann gibt es immer bestimmte Sachen, um die wir uns dann zusammen kümmern. Wir kochen das alles selbst. Für 300 Leute. Und die Angst, die größte Angst und jedes Mal die größte Angst ist, das Essen reicht nicht. Und dann gibt es immer noch Notration für die Nacht. Es gibt auch noch die Nachtschicht, die Security, die hat ja immer einen Mordshunger. Das sind so meine Probleme, mit denen ich mich so rumschlage. Die Bands sind eigentlich total pflegeleicht. Die haben die wenigsten Ansprüche. Komischerweise. Aber die Security hat echt viele Ansprüche. Einfach tolle Resonanz bekommen nach dem ersten Immergut und einfach viel mehr, als wir eigentlich gedacht hätten. Also es waren halt mit allem drum dran 1000 Leute wahrscheinlich hier, haben nur ein bisschen Minus gemacht und alle haben gesagt, mach das unbedingt weiter, das ist eine ganz tolle Sache. Das war im Prinzip der Grund, wenn einfach nach dem ersten Jahr die Leute zwar auch da gewesen wären, aber es wäre nicht diese Euphorie gewesen, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht nochmal gemacht, aber dadurch, dass es einfach Euphorie war, ging es weiter und da war aber das Problem, dass Mirko nach Nebraska gegangen ist, in die Staaten zum Studieren und ich war dann erstmal auf mich alleine gestellt im zweiten Jahr. Und der Verein, mit dem wir damals das erste Mal gemacht haben, der MEV, nee, das war nicht der MEV, sondern Landjugend e.V., den hatte ich halt dann vorgeschlagen, hey, lass uns ein zweites Immergut machen. Ich würde aber gerne das Budget leicht erhöhen, weil ich möchte gerne, dass es wächst. Und da haben sie einfach gesagt, geht nicht, wir können. Also die haben uns kein Budget zur Verfügung gestellt, sondern es war halt klar, das Geld müssen wir auftreiben, um die Veranstaltung zu machen. Und sie wären ja der Träger gewesen, der Landjugend e.V. Und da haben sie einfach gesagt, nee, machen wir nicht, wir machen eher weniger. Dann war für mich halt klar, dass ich mit denen das nicht mehr machen kann. Und dann habe ich einen Freund aus Neustrelitz für ein Jahr dann ins Boot geholt, der einen Verein hatte, der auf Eis lag, der hieß MEV. Und dann wurde ich quasi dann zum Vorsitzenden dann gewählt und habe dann komplett die Vereinsarbeit im Prinzip alleine gemacht und habe dann einfach das Festival organisiert. Und da stand das alles sehr, sehr auf der Kippe. Also ich habe natürlich nach und nach Freunde immer mehr involviert. Ich war damals in New York über den Herbst und habe ich dann mit Pager, mit Robert und mit Nico, mit denen war ich in New York, haben wir von dort aus sehr viel schon gemacht. Und dann gab es aber die Situation im März 2001, dass wir oder ich ein Loch einfach in der Kalko hatte. Es haben einfach 10.000, 12.000 Euro gefehlt oder Mark damals noch. Und da war das Festival echt extrem auf der Kippe. Also war so die Entscheidung, okay, weil ich war letztendlich derjenige, der in dem Moment da verantwortlich für war, gehe ich jetzt das Risiko ein oder passiert jetzt noch was oder sage ich es jetzt ab? Ich kann mich echt noch genau an diesen Tag erinnern, wo ich bei meinem Vater im Wohnzimmer, also, oder bei uns im Haus, im Wohnzimmer so gesessen habe, so habe irgendwie gerade wieder irgendeinen Sponsor angerufen, wo ich dachte, der ist auf jeden Fall dabei und der hat auch abgesagt. Und dann lag ich dann so auf dem Teppich und dachte so, okay, das war's, das ist jetzt einfach vorbei, also weil es kann einfach 10.000 Mark jetzt noch, krieg ich nicht aufgetrieben. So. Und dann kam am nächsten Morgen der Anruf von Desperados. Gibt auch noch andere Marken. Aber Desperados jedenfalls hat uns damals das Festival gerettet tatsächlich. Also die haben angerufen, haben dann gesagt, okay, wir machen den Hauptsponsor. Und ohne das hätte es immer gut nicht mehr gegeben. Also es war damals ganz entscheidend, dass die uns diese Finanzspritze gegeben haben, mit ins Boot gekommen sind und dann ging es halt wieder weiter. Dann ging halt das zweite Festival über die Bühne und das war dann halt einfach noch erfolgreicher. Wir hatten dann auf einmal, weiß ich, 200.000, ich glaube 2.800 Leute. Auch wieder gerade so plus minus null, ein bisschen minus, glaube ich tatsächlich. Und
Da war noch mehr Euphorie nach dem zweiten Jahr, weil wir im zweiten Jahr halt eben auch die ganze Indie-Szene da hatten. Also das, was wir eigentlich machen wollten, hat im zweiten Jahr schon stattgefunden. So. Und ja, dann haben wir uns im dritten Jahr dann zusammengesetzt oder nach dem zweiten immer gut und haben einfach den immer gut Rocken e.V. gegründet, weil eh so viele Freunde schon involviert waren, dass es irgendwie dann der logische Schritt war, dass wir einfach dann wirklich das komplett in die eigene Hand nehmen und aus diesem Freundeskreis heraus, aus diesem Verein heraus das Festival organisieren. Wir hatten extrem Probleme danach mit den Behörden. Also ich habe damals noch die Behörden gemacht und ich mache das immer noch, aber dadurch, dass ich halt nicht in Deutschland bin, ist es halt schwierig. Dadurch machen das jetzt Mirko und Gabi. Aber also damals waren die richtig sauer. Wir waren ja halt auch jünger und es ist dann schwieriger, Leute zu überzeugen. Aber wir mussten von der Fläche, die hätten uns die nie wieder gegeben, weil da halt mega Chaos war. Also nicht nur zugeparkt, sondern es war halt im Landratsamt und es ist halt so ein offizieller Platz irgendwie. Und der Müll war halt, und die sind montags zur Arbeit gekommen und da waren halt Müllberge da und wir waren nicht vorbereitet und haben dann selbst gesammelt. Also es war, ich glaube, die hat das alle angestunken. Also die haben uns unterstützt einigermaßen, aber das war einfach nicht der richtige Platz für die Veranstaltung. Und dann hat die Stadt halt, wir sind dann über die Stadt gegangen, die wollten das halt halten. Und die haben uns nur diese Fläche angeboten, aber wir wollten diese Fläche nicht, weil die war irgendwie, also ja, ist halt Bauhaus, ein hässlicher Betonbetrieb. Und wir fanden das irgendwie nicht schön. Und wir haben dann andere Flächen gesucht, haben Zeitungsanzeigen aufgegeben und sind durch ganz Mecklenburg gefahren und haben die kuriosesten Leute getroffen. Und die haben uns so Country Revival Festival gemacht und so eine Leute, also ganz, ganz komisch. Und dann irgendwann haben wir dann im März entschieden, also wir hatten aber keine Fläche, wir hatten alle schon, ich glaube, wir waren schon halb ausverkauft und wir hatten die Bands, aber wir hatten keine Fläche. Und dann haben wir, glaube ich, im März war ich dann mal hier alleine und habe mich vielleicht nochmal angeguckt und dann habe ich halt mit den anderen geredet und gesagt, wir können doch da die Bühne hinstellen und wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann hatten wir die Fläche halt. Ich weiß noch ganz genau, unsere erste Fahrt mit unserem Bus aufs Gelände, das ja doch so sandig war. Also man dachte ja doch, man hat so das Gefühl, man würde über Dünen fahren. Das war schon mal so ein schönes Gefühl. Und dann saßen da auf so eine Sitzreihe, die Sluts, die Readymades und der Rockbus stand so mittendrin. Das war eigentlich, obwohl man zum ersten Mal dahin kam, wie heimkommen, also so seine Freunde treffen. Das Immergut-Ding ist so ein Familiending, auf voll und ganz. Dieses Jahr mehr denn je oder erst wieder. Als wir das erste Mal gespielt haben, wir kannten diese ganze Sinnbus-Klitsche, also so Torches, Delbo, Seidenmatt, die auch gespielt haben. Wir kennen die Jungs von Virginia jetzt irgendwie. Wir haben mit denen mal vor jetzt über 10 oder 10 Jahren in der Linse gespielt. Und wir kennen die Ketka-Jungs, weil Erik auch mal bei uns mitgespielt hat. Wir kennen die Tomte-Jungs, weil wir uns mit denen Proberaum teilen. Das ist halt so. Irgendwo gibt es immer einen Anknüpfpunkt, gerade bei diesen deutschen Bands, die so. Die immer gut affin sind. Oder Luke. Wir haben auch mit Luke gespielt. Die haben Songs von uns gecovert. So. Es gibt irgendwie immer Anknüpfpunkte. Es ist dann diese Indie-Szene von diesen 90er-Indie-Jungs, die jetzt alle jenseits der 30 sind. Die ist halt überschaubar und da kennt man sich so. Man sieht sich dann immer wieder. Da war auf jeden Fall eine besondere Stimmung, besondere Atmosphäre. Und das ist halt toll, wenn man keinen Stress hat bei einem Festival. Das ist halt aufgefallen so, weil das ist ganz... Ganz oft kann es wirklich sehr ermüdend und anstrengend sein, so dieser komische Business-Stress und alle Bands werden da so durchgejagt. So. Man hat so seine Zeiten irgendwie und dort ist es nicht, dort ist es so ein Abhängen, ein Urlaubsfeeling mit netten Menschen. Und ich finde es natürlich Wahnsinn, wenn einer hergeht und sagt, okay, ich mag die und die Bands sehr gerne. Mache ich mir doch ein Festival mit den Bands. Und das ist ja Wahnsinn, was da für ein Aufwand dahinter hängt. Aber ich kann mich auch erinnern, dass mein erster Eindruck war eben, ich glaube, wir waren 1999 zum ersten Mal hier und die gesamte Specs-Redaktion war im Backstage-Bereich und so weiter. Ich dachte, holla, ist das eine Messe oder was? Oder was machen die Leute alle hier? Ne? Also auch jetzt wirklich Leute, die nicht unbedingt verpflichtet gewesen wären, zu dem Festival zu kommen oder auf der Bühne zu stehen. Wir glauben fest daran, dass die Leute auch kommen, weil sie hier so ein Wochenende mit Freunden verbringen, was so eine Art Urlaubsanspruch hat. Und da geht es hoffentlich vielen Leuten nicht vorrangig um die Bands, sondern vielleicht kennt der eine oder andere nur die Hälfte der Bands und lässt sich dann hier überraschen. Dass die Zuschauer auch dem Geschmack unseres Bookers vertrauen. Ich mache mir ja bei jeder Band Gedanken und überlege mir ganz genau, wann spielt sie, wo spielt sie, wie lange spielt sie und nach welcher Band und
Vor welcher Band spielst du? Immer gut sucht schon Bands aus, die mir auch gefallen, weil das hat 8 Jahre so geklappt. Es wird auch dieses Jahr so sein und danach ist mein Bandhorizont um einige coole Bands erweitert, die ich nie entdeckt hätte durch Zeitschriften. Also ich glaube, das ist schon so ein besonderer Stellenwert, so ein Vertrauen zu haben. Das sieht man auch daran, dass wir sehr schnell immer ausverkauft sind, noch bevor alle Bands bestätigt sind. Das heißt, den Leuten ist auch gar nicht so wichtig, wer spielt. Es ist so ein Grundvertrauen da, das wird cool, die Sonne scheint, hoffentlich dies Jahr auch. Und, wir können an See fahren, wir haben ein Fußballturnier. Das Fußballturnier wird super angenommen. Da haben sie auch noch so ein Side-Event, was sie echt interessiert. Und natürlich geht es auch um Bands. Aber da liegen wir scheinbar ganz gut in deren Geschmack. Was wie von selbst sind wir hierher gekommen und jetzt stehen wir wie benommen hier. Was wie von selbst sind wir hierher gekommen und jetzt stehen wir. War ein starker Gegner, Ballbesitz hat im Großen und Ganzen gestimmt. Die Pässe sind auch angekommen, aber dann haben wir sie wieder verloren und da haben die Gegner einfach die Lücke gesehen, waren am Ende die bessere Mannschaft mit 1-0, muss man ja fairerweise sagen. Wir haben gekämpft, eigentlich ein Spitzenspiel. Ein herrlicher Tag hier in Mecklenburg, weiten Rund der Pips-Asmussen Kampfsportbahn. Die Sonne strahlt, schönstes Fußballwetter, Wolken verziehen sich langsam. Das Einzige, was jetzt zum Glück noch fehlt, ist eine schöne, herrliche, lange, im eigenen Sud gezogene Bockwurst mit Senf oder Sauce Hollandaise. Oder ein frisch gezapftes, eiskaltes Wernesgrüner, aber das gibt hier vorne gleich am Bierstand. Oder auch eine Thai-Massage, während hier unglaublich! Fast wie von allein, geht auch niemals ohne dich, möchte ich sein. Wir haben leider wieder mal zum 5. Mal im Elfmeterschießen verloren, obwohl wir klar überlegen waren, das ganze Turnier über. Wir haben 5 Mal gewonnen und 5 Mal, wie gesagt, im Elfmeterschießen verloren. Es ist einfach echt tragisch. Wir haben so gute Fußballer und jedes Mal, wenn es ernst wird im 9-Meter-Schießen, knallen sie Dinger, gehen die Latte übers Tor und ich bin echt gefrustet. Kann man sehen, oder? Den Hypochonder, den wir Verbandszeug mithaben. Wir brauchen Verbandszeug. Bitte hier abliefern bei uns. Einer hat sich wohl, glaube ich, einen Arm gebrochen und ein zweiter hat sich, glaube ich, irgendwie die Schulter, irgendwas mit der Schulter gehabt. Ist dann am Ende ist es dann doch Fußball. Man versucht zwar, sich gegenseitig zu schonen, aber man ist ja auch ehrgeizig, ne? Und dann passiert das manchmal. Ja, mei, wenn du halt dann auf dem Platz stehst und so und dann irgendwann machst du halt dann so und dann schrägst dich zwar selber drüber, aber haust immer trotzdem nochmal. Da ist es hoch hergegangen. Ich kann mich erinnern, der Veranstalter vom Mau-Club oder der den Mau-Club in Rostock hatte, der war bei irgendeiner Mannschaft im Tor und der kam mal so auf mich zu und da war der Finger so schief weggehangen. Und er hat gesagt, Mensch, ich glaube, ich habe mir da irgendwie einen Fingernagel eingerissen. Und dann habe ich gesagt, nee, du hast ja den Finger gebrochen. Ich gesagt, meinst du so? Ja, dann gehe ich mal ins Krankenhaus. Also er ist richtig mit harten Bandagen gekämpft worden. Ich soll mal durchsagen an alle Verwandten der Schwerverletzten, die jetzt ins Krankenhaus Neustrelitz gefahren werden. Sie sind versorgt, sie kommen ins Krankenhaus, werden jetzt geröntgt, macht auch keine Sorgen. Sie sind in guten Händen und hoffentlich krankenversichert. Wir haben irgendwann mal das Tempo rausgenommen, weil es gab mal ein Jahr, da waren so Fanmannschaften, die haben vorher schon ewig trainiert und sie kamen dann zum Turnier und haben halt unbedingt gewinnen wollen und haben Vollgas gegeben und alles umgekrätscht, was bei 3 auf den Bäumen war. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, hier spielen Musiker mit, was ja auch dieses Jahr wieder war, Telekinesis, die jetzt auch gleich spielen, haben gespielt, Virginia Jetzt, Timme Tiger, und die sollen ja nicht irgendwie mit bleibenden Schäden nach Hause fahren und deswegen haben wir gesagt, Gang raus und aufeinander aufpassen. Wir haben im Finale damals gegen Leichtathleten verloren, das hat mir doppelt gestunken, das war nicht mehr Fußball. Ich weiß noch, ich hatte eine hochrote Birne. War das eigentlich vor dem Auftritt? Es war vor dem Auftritt und es hat sich nicht positiv ausgewirkt auf mein Äußeres dann auf der Bühne. Aber ihr seid echt irgendwie ganz, ganz cool und das finden wir gut. Also ich fühle mich schon wesentlich wohler. Man muss ja sagen, wer das immer beruft, dann lässt man sich auch nicht lange bitten. Und deswegen sind wir hier
Und ich glaube, es war für uns die richtige Entscheidung. Spannend ist das ganze Thema aus Sicht eher der Leute. Also hier kommen einfach die Leute her, die, glaube ich, nicht nur das klassische Fire-Festival-Publikum sind, sondern die wirklich ganz extrem Bock auf Musik haben, die sich fast alle Bands angucken, die auch eben zu der ersten Band kommen, selbst am Samstag, wenn die alle schon total verstrahlt sind. Und dementsprechend sind die Musikliebhaber. Und wenn du davon ein paar überzeugen kannst, hat das natürlich einen Effekt auf viele andere Leute, weil die nach Hause gehen und sagen, geil, ich hab da diese Band gesehen, von der ich noch nie was gehört. Ist auch im Line-Up, wo man denkt, so, wer ist denn das bitte? Ja? Und dann denken die, wow, das war so geil und nehmen das halt mit nach Hause. Und das ist natürlich optimal für eine unbekannte Band. Wiederholung. Ich halte die Stadt an für eine. Bauwerke sind an sich, ich glaube, materiell nicht viel wert, aber ideell haben die einen ganz großen Wert und auch einen großen Stellenwert. Und die sehen einfach, wenn sie hier aufgestellt sind, im Wald so schön aus. Und sind auch Brina, die dekoriert hier immer total toll. Und man kann sich nur drin wohlfühlen. Und das wollen wir halt, dass sich die Bands wohlfühlen, weil wenn die sich wohlfühlen, dann transportieren die das natürlich auf die Bühne und dann merkt man das. Also sollen alle glücklich sein. Ja, das hat irgendwie damals auf der alten Fläche angefangen. Da war irgendwie so eine alte Baracke und da bin ich irgendwie mit Yvonne auch hin. Die hat irgendwie so auch Gestaltungskram studiert und dann haben wir diese Baracke innen angemalt, damit die Bands sich wohler fühlen. Und ja, da hat das irgendwie angefangen. Auf einmal war ich da drin, so dekorieren, gestalten, malern, lackieren, löten, hämmern, alles so mein Ding. Und als wir dann hier umgezogen sind, hatte Campy, glaube ich, die Idee mit diesem Bauwagen. Irgendwie von seinem Papa, ja, da steht doch irgendwie Zeug rum und da können wir die doch dann unterstellen, weil es gibt nichts Schlimmes, glaube ich, also jeder kennt das irgendwie, diese Metallcontainer, wo die Bands von diesen großen Veranstaltungen dann so reingefasht werden, weißt du, so eine IKEA-Lampe, Sofa, zack, fertig. So, noch eine Garderobenstange und das ist einfach nicht unser Ding und wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen, genauso wie wir. Und das, also diese Detailverliebtheit, möchte ich sagen, ist da wichtig. Ja, und dann ging es los, ne? Lackfarbe und dann haben wir wochenlang diese Dinger gestrichen. Und das hört übrigens nie auf, weil die müssen jedes Jahr nach dem Winter überarbeitet werden. Und das ist auch so ein Ding, wo ich dann immer denke, dieses Jahr, so ich wieder da stand, dachte, ja, komm, hier noch eine Platte ranschrauben, neu lackieren, so, boah, das nervt. Die klaffende Wunde, ja, an der Seite vom Bauwagen wurde erfolgreich mit einem Metallblech, ja, verschlossen. Dann kann man mal einen Liebeskreis tanzen, ne?
und sich zusammen freuen und grillen gehen. Naja, also aus Marketing-Sicht finde ich es schon einen genialen Schachzug, quasi die Besucherzahl zu limitieren. Du schaffst damit ja quasi, also jetzt wo die seit Jahren gibt es ja eine kritische Masse an Leuten, die herkommen wollen. Und die springen natürlich das nächste Jahr sehr wahrscheinlich sofort wieder auf, weil sie wissen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl, schleppen dann im Idealfall noch ihre Freunde mit, weil sie sagen, es ist so super. Und ich glaube, dass es dem Festival sehr gut tut. Also es behält ja auch einen familiären Charakter durch hier. Ich habe hier noch nie erlebt, dass sich hier irgendjemand geprügelt hat, irgendjemand angepöbelt wurde. Selbst wenn die Leute mega straff sind, sind sie noch ansprechbar oder zu gebrauchen. Und also ich glaube, dass da keine Angst hat davor. Und ich glaube, dass sie das richtig machen, das zu limitieren, weil es dadurch den Flair erhält. Eben. Ja. Ja, also es sind so organisatorische Zwänge, es sind Platz, also die Räumlichkeiten begrenzen das halt und es passt so zu der Musik. Also ich glaube, es fühlte sich immer stimmig an, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir mal einen Punkt hatten, wo wir sagen, nee, wir begrenzen das auf 5000, also weil eigentlich ja, hat die Fläche auch immer nur 5000 hergegeben und da hat keiner so richtig drüber nachgedacht, dass das, wie das immer gut Festival jetzt stattfindet, also im Rahmen Verein und ja, alles ehrenamtlich engagiert mit Freunden, dass das größer sein könnte. Das ist eine Frage der Prioritäten. Ich glaube, das ist ein Weg, ein tolles Festival zu machen und es ist vielleicht kein Weg, reich zu werden. Und je nachdem, was man möchte, muss man sich entscheiden. Wenn du einen Verein im Hintergrund hast, jeder macht es freiwillig, nimmt sich Zeit, klotzt dran neben dem normalen Leben und am Wochenende jetzt hier geben die Leute irgendwie ihre Freizeit auf. Wenn du denen dann sagst, so, es gibt eine Helferparty, du kriegst ein Danke-T-Shirt und nur rock mal los. Und wenn die wüssten, dass vielleicht jetzt, habe ich 6 oder 7 Leute Geld damit verdienen, ich glaube, da wäre so eine große Kluft auf einmal da und man würde die Strukturen kaputt machen. Und deswegen haben wir gesagt, es geht uns nicht darum, Geld zu verdienen oder irgendwie das hauptberuflich zu machen, sondern um die Sache. Und deswegen haben wir das einfach nie so entschieden. Und ja, also ja, das ist es einfach. Also ich habe eigentlich immer so gebucht, wie ich das wollte, ohne große Kompromisse einzugehen. Also selbst eine Band wie, oder man sieht es ja eigentlich auch an der Band wie Therapy, die hätten wir gar nicht mehr gebraucht damals, da waren wir schon ausverkauft, hätten uns die mehreren tausend Euro auch sparen können. Aber es musste halt noch Headliner her und Mirko, ich und so der harte Kern sind damals mit Therapy aufgewachsen auch. Und war einfach so geil. Therapy werden jetzt auf Tour. Da holen wir die einfach noch nach einer Strelitz. Das haben einfach 4000 Leute nicht verstanden. Die sind ins Schlafengang entzählt und die anderen 1000 waren so wie wir, Fans der ersten Stunde und haben dann Spaß gehabt. Na, aber es war halt so, wir sind ja alle zusammen älter geworden, so zusammen aufgewachsen. Und das ist einfach dieses Trouble-Gum-Album. Das hat uns einfach begleitet. So genauso wie wir Nirvana gehört haben oder wie so auf irgendwelchen Bahnhöfen. Haben wir gesagt, ja, das wäre geil. Und das, also wirklich, als sie da waren, das war so ungefähr die Hälfte der Leute so da gestanden. Weißt du, so weiß ich nicht, natürlich 10 Jahre, 5 Jahre jünger, keine Ahnung, die überhaupt nichts mehr mitbekommen damals. Und haben die Fläche verlassen. Und wir standen alle so da, ja, geil. Also wir konnten es nicht glauben, dass die wirklich in der Strelitz in diesem Kaff auf der Bühne stehen. Einfach. Das ist. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, weil das werden wir, glaube ich, auch nie vergessen, dieses danach auch beim Aufbau, wenn du dann irgendwie total müde bist und schon fertig und irgendwelche Scheiße und her trägst, so motherfucking Rock'n'Roll und diese ganzen Sprüche eben, ja, haben uns begleitet. Und das ist es eben, wir machen das für uns und nicht für irgendjemanden, so. Wir hatten ja mal Therapy als Headliner, ganz kurzfristig gebucht und die kam dann hier mit einem riesen Tourbus an, wahrscheinlich von einem Riesenevent in Süddeutschland, ich weiß nicht. Jedenfalls kamen die hier an und waren andere Standards gewohnt. So von wegen, wir sind Superstars, wir sagen an, wie es läuft. Und das war dann auch ein bisschen hier so und dann meinte der Tourmanager, er fährt immer mit seinem Bus an die Bühne ran. Hier die Bühne. Und dann meinten wir, das geht nicht. Wir haben hier so einen schmalen Waldweg und hier unten Zuckersand. Du kannst nicht an die Bühne ranfahren. Wir transportieren dein Equipment mit unserem Auto und ihr müsst 100 Meter laufen. Und die Instrumente tragen wir für euch mit dem Bus zur Bühne. Fand er nicht gut und hat sich dann widersetzt, ist einfach durchgefahren und hat sich dann festgefahren. Aber es war, das wussten wir. Aber er wollte es trotzdem probieren. Und dann hat er hier den ganzen Nachmittag den Verkehr aufgehalten, weil er mit seinem riesen Tourbus im Zuckersand stecken geblieben ist und keiner kam mehr von A nach B und keiner kam durch. Das war ein riesen Schlamassel und
ja, das war so eine Negativgeschichte, wo man den Leute auch manchmal nicht bremsen kann. Die fahren einfach los. Und so eine Entscheidung gab es halt immer mal wieder, wo ich dann einfach dann bewusst Sachen, oder Tilman Rossmi zum Beispiel auch, das hat mir dieses Jahr auch schon ein bisschen leid getan, eigentlich fast schon, so, weil ich einfach dachte, Mann, ist das eigentlich echt, er gehört eigentlich nicht wirklich hierher, weil die einfach den nicht verstehen. Also er gehört hierher, weil ich das so empfinde, weil ich einfach ein totaler Fan bin und weil auch ganz viele Leute aus unserem Team diesen Menschen und Musiker wahnsinnig lieben, seit Jahren, verehren. Aber 95% von den Leuten, die zu unserem Festival kommen, können mit Tilman Rossmi überhaupt nichts anfangen. Und dann steht er hier auf der Bühne und spielt seine Lieder und bekommt halt dann so eine Resonanz. Aber es ist jetzt auch nichts, was irgendwie für ihn unfassbar bleibend dann am Ende vielleicht ist. In solchen Momenten ist es dann vielleicht wirklich so, wo man überlegt, beim nächsten Mal würde ich es vielleicht nicht machen, weil das dann wirklich nur jemand ist, der mehr oder weniger für uns da ist. So. Also da kommt man vielleicht dann manchmal ins Grübeln. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch immer das, was wir wollten. Also es ist ja immer ein Lieblingsbandfestival gewesen. Also, oder für mich ein Lieblingsbandfestival gewesen. Wenn ich irgendwann angefangen hätte und hätte Bands buchen müssen, nur weil ich denke, die müssen hier stattfinden, dann hätte es mir überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht. So, dann hätte ich mich wie so ein Dienstleister gefühlt. Aber das wollte ich halt nicht so. Wir wollen ja erst immer wieder Spaß haben mit dem, was wir machen. Aber dieses Mal, um mal ganz ehrlich zu sein, gibt es auch eine Band zum Beispiel, wo ich mir einfach die Platten überhaupt nicht, oder die, ja, die haben zwei Alben gemacht, überhaupt nicht anhöre, weil ich das jetzt persönlich nicht so wahnsinnig spannend finde. Ich finde die Menschen toll. Ich kenne die auch schon länger aus dem Berlin-Kontext, aber die Musik berührt mich nicht. Bodybuild. Und es war auch eine Entscheidung so. Ich hätte sie eigentlich nicht unbedingt buchen wollen. Hab dann aber so viel Resonanz auch bekommen und so viele Leute auch aus meinem Umfeld haben die live gesehen und meinten, ey Mann, die sind aber echt super und das wäre echt gut. Und dann habe ich mich letztendlich dazu durchgerungen und war auch sehr, sehr froh, als wir jetzt gespielt haben und so super funktioniert hat. Ja, dass ich sie dann gebucht habe. Aber letztendlich war das jetzt keine Band, die auf meiner Wunschliste stand, sondern das war dann so ein, okay, ich glaube, es wäre gut fürs Festival, wenn die Band hier spielt. So, aber das ist tatsächlich eher selten passiert. Jahre, auch auf dieser Fläche, waren dann halt wirklich Leute vom Umweltamt da, die geguckt haben, ob Leute nicht falsch zelten und haben dann, ich weiß nicht, ob die Strafzettel an die Zelte gegangen haben, aber ich meine, die rufen uns dann an und sagen, dass wir die Zelte wegnehmen sollen, aber was können wir denn da machen? Also ich meine, ich glaube, wir gehen dann hin oder wir schicken die Security hin, die klopfen mal an, und aber eigentlich läuft das dann auch, wir müssen das nächste Mal darauf aufpassen. Jetzt mittlerweile sind nur noch, das Ordnungsamt ist noch da, die gucken, die machen sich halt Sorgen um den Lärm und die machen eine Lärmmessung. Die Chefin vom Ordnungsamt, die macht auch die Nacht durch, oder beide Nächte, und die misst dann immer den Lärm an den Siedlungen, die hier nah dran sind. Und in diesem Jahr war, glaube ich, das Einzige, was ich mitbekommen habe von den Behörden, ist, dass sie uns irgendwann angerufen haben und gesagt haben, dass Autos falsch parken und wir haben 10 Minuten, um die wegzukriegen. Und ich glaube, das ist halt so ein typisches Verhandlungsbeispiel auch wieder. Ich meine, wir haben dann gesagt, Günther hat mit denen verhandelt und hat gesagt,
was soll ich in 10 Minuten machen? Die erste Pause ist in 20 Minuten und wir können erst in 20 Minuten ansagen. Und da hat er vom Ordnungsamt halt gesagt, das ist total egal, in 10 Minuten fange ich an mit Abschleppen. Und da hat Günther halt gesagt, dann müssen sie halt abschleppen, wir können jetzt machen, ich unterbreche das Konzert jetzt nicht, nur weil sie abschleppen wollen. Und danach hatten wir noch eine Stunde. Also es ist halt so dieses typische Machtspiel. Und das nervt halt auch ein bisschen. Aber das sind auch teilweise auch Eltern, ne? von uns oder von Freunden. Und es ist eine Kleinstadt. Und deswegen unterstützen die uns auch schon. Aber die müssen halt trotzdem zeigen, dass sie Behörden sind und der lange Arm des Gesetzes. Ich spielt ein Hauch von Anarchie. Komm, sag es an. Als Teenager, 2002, glaube ich, oder vielleicht als junger Mann, wie alt war ich da? Anfang 20. Und Tokotronic haben gespielt, Beatsticks haben gespielt, Tomte haben gespielt. Ich habe zum ersten Mal Tomte gesehen, live auf dem Immergut-Festival. Und ich war beeindruckt von dieser netten, ruhigen Stimmung, die hier herrscht. Im Nachhinein von diesem ersten Konzert ist es halt, wir sind immer wieder, auch in den Jahren danach, so zumindest in den nächsten 3 Jahren, viel von Leuten auf dieses Konzert angesprochen worden und auf den Umstand so, ihr seid aufgesprungen und dann habt ihr da so das Zelt gerockt und die Leute fanden das einfach alle super. Das kam immer mal wieder in den Jahren danach und das ist also für uns ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen und ich glaube auch, also viele Leute haben uns darüber kennengelernt einfach, die wussten nicht, die hatten uns nicht auf dem Schirm oder so und für die war das genauso eine Überraschung, dass wir da gespielt haben, wie es für uns eine war, dass wir gespielt haben. Also es war auf jeden Fall so, dass das erste Konzert auf einen immer guten, echt großen Schub gegeben hat uns. Also danach gab es auf jeden Fall so die ersten noch so Berichte mal im Internet oder dass Leute über uns gebloggt haben. Und das, ja, man war da noch im Forum im Gespräch und kann mich darüber erinnern, dass wir auch sehr gut bei dem Voting zur Lieblingsband abgeschnitten haben. Und da habe ich natürlich gefreut, weil wir natürlich noch lange nicht hier so viele Leute erreichen können, wie nachher eben die Headliner oder bekannte Bands. Aber das sind auch so die Momente, die man, die sich nicht wiederholen lassen, also von dem Gefühl, das man da hat. So, man spielt zum ersten Mal auf so einem Festival am Abend dann und das ist ja eine besondere Atmosphäre und ja, sowas gibt es dann nicht wieder, weil man entwickelt zwangsläufig oder auch natürlich auch zum Glück eine gewisse Routine, weil es ist auch sehr aufreibend natürlich und du kannst ja das gar nicht, dieses
man kann dieses Gefühl aus sich heraus einfach nicht erzeugen und das war da. Und ich weiß auch noch so Rocco Klein, sehr euphorisch, natürlich auch sehr berauscht, wir alle natürlich, waren wir da gestanden, so ey, dann weiß man wieder, um was es geht und weshalb man das macht, weshalb man jahrelang rummacht und das versucht und das machen will halt, wenn man dann solche Abende und solche Festivalauftritte hat. Ans Telefon gehen. Mir wäre es wichtig, wenn du irgendwas zu trinken dabei hättest. Weißt du, ich bin hier, ich mache Verkauf hier Getränke und ich habe als einziges nichts zu saufen auf dem ganzen Platz. Ich bin hier am Verdursten. Das Einzige, was du mir mitgebracht hast, ist Prosecco. Was soll ich denn damit? Ne? Fast Bier anklemmen. Beeil dich bitte, ja? Bis denn. Jo, ciao. Ciao. Im ersten Konzept einfach ein Schwerpunkt, dass wir nicht mit Biermarken oder Zigarettenmarken arbeiten wollen. Einfach, weil wir selber immer sehr gesund gelebt haben und nicht geraucht und nicht getrunken haben. Damals noch. Also ich rauche zwar immer noch nicht, aber das mit dem Trinken hat sich ein bisschen geändert. Und deswegen wollten wir einfach auch da anders sein als andere Festivals und haben tatsächlich auch sehr naiv versucht, andere Firmen zu überzeugen, sich zu engagieren. Diese berühmte Geschichte, Campy mit seiner Immergutmilch. Ich habe immer gut Kakao getrunken, 2 Flaschen am Tag mindestens. Und stand, als wir Mirko und ich an dem Konzept gearbeitet haben, auch natürlich eine Flasche auf dem Tisch. Und da stand einfach dann der Name Immergut. Und ich habe dann zu Mirko gesagt, ja, das wäre auch ein perfekter Name, zum einen fürs Festival. Und zum anderen können wir dann direkt das Konzept an Immergut schicken und sagen, wir machen Festival und das heißt auch noch wie ihr. Jetzt wollen wir Kohle singen. Und hat geklappt. Aber das ging dann genau ein Jahr gut und dann waren die auch desinteressiert oder waren dann ein paar Jahre später auch pleite. Und dann mussten wir halt auch auf die Marken setzen, die im Eventbereich aktiv sind. Und das ist am Ende Tabak und Zigarette. Ja, wir hatten auch jahrelang auch Kondomfirmen, die sich engagiert haben. Aber seit 2 Jahren haben die sich, die beiden großen, die es da gibt, überlegt, mehr auf so Indoor-Events zu setzen. Warum weiß ich jetzt auch nicht so genau, weil ich finde, Festival passt super. Aber wir hatten auch zum Beispiel die Situation, dass wir in einem Jahr mal mit der Firma Jägermeister eine Kooperation hätten machen können, wo es auch um richtig viel Geld ging. Aber die wollten irgendwie aus dem Festivalgelände so einen Jahrmarkt machen. Oder irgendwie so, es sollte ein großer Heißluftballon stehen, der in den Himmel geht. Es sollten Gogo-Tänzerinnen auf den Ständen, auf den Dächern von den Ständen tanzen. Ja, das kann man doch irgendwie so dann abends und so bei der Disco. Und irgendwie noch so ein paar andere Sachen. Und das war, glaube ich, im dritten Jahr. Und wir hatten auch wieder finanzielle Löcher, die gestopft werden mussten. Und haben auch tatsächlich Robert und ich, der dann nach und nach das Sponsoring von mir übernommen hat, haben uns echt zusammengesetzt und haben uns auch mit den Leuten getroffen und haben wirklich überlegt, ob man da einen Weg findet. Und dann waren wir schon kurz vorher davor, einen Vertrag zu unterschreiben und haben dann aber, habe ich dann Robert eine pathetische Mail geschrieben, nachts, weil ich einfach nicht schlafen konnte und mir bewusst war, das geht einfach nicht. Also das macht das Festival dann wirklich kaputt, wenn wir jetzt mit so einer Überpräsenz, mit einem Partner arbeiten, der so überpräsent ist, dann verliert das Festival einfach sein Gesicht. Und dann habe ich ihm einfach dann eine Mail geschrieben und dann hat er auch mir dann darauf geantwortet, dass er dieselben Gefühle so ein bisschen hatte. Und dann haben wir einfach das dann abgesagt. So. Also wir haben dann schon auch manche Sachen eben nicht gemacht, weil wir dachten, damit machen wir viel kaputt. Es hängen nicht überall Banner von Branding-Banner, Banner von Firmen, um die Gagen zu ermöglichen und so weiter. Und ein entspanntes Festival. Das Immergut war, glaube ich, da ein bisschen auch Vorbild oder, für andere Festivals. Ich finde, es gibt mittlerweile mehrere Festivals dieser Art in Deutschland, die immer, also für uns als Band, ich glaube, ich kann das verallgemeinern, zu den angenehmsten gehören. Thank you.
Das ist auch irgendwie ein Festival, wo die Leute hingehen, die neue Bands entdecken wollen. Ich glaube, dass es auch für die Leute dann nicht so geil wäre, wenn wir jetzt da spielen würden, weil wir sind ja irgendwie, man wächst ja dann irgendwie auch raus und dann ist es okay, dann muss man auch sagen, okay, man ist jetzt kein heißer Scheiß für junge Leute, die das entdecken, wollen und das ist auch okay. Willst du sagen, aber wir sind zu alt? Das hat mit Alter nichts zu tun, das hat einfach damit was zu tun, dass ich glaube, es ist, ist ja auch wichtig für junge Leute und auf so einem Festival, das soll neues Zeug spielen. Da müssen Sachen hin, die halt die Leute entdecken können und abfeiern können. Und aber nichtsdestotrotz haben wir oft auch in Gedanken gehabt, so, ey, wollen wir da hinfahren und vielleicht im Zelt spielen oder so? Und Überraschung zum Beispiel. Ja, genau. Und einfach, dass man auch mal wieder da ist. So. Ich war auch jedes Jahr eigentlich als Gast auch hier, auch wenn wir nicht gespielt haben. Und das ist immer das eins der wichtigsten und emotionalsten Wochenenden für mich. Auch damals war es, also vor 4 Jahren war es so, dass wir vor dem Immergut-Festival ein paar Festivals absagen mussten, weil ich mal wieder erkältet war. Und es war eine ganz knappe Geschichte, aber ich wollte hier unbedingt spielen. Weil man hier in netter Gesellschaft war. Und ich glaube, aus diesem Grund bin ich auch heute hier, weil ich viele Leute hier persönlich kenne und für mich ist es hier heute eigentlich wie Urlaub eher. Ich habe ganz andere Musik gehört früher, eher elektronische Musik. Und dementsprechend kannte ich auch viele der Bands nicht in den ersten Jahren und wusste auch nicht, wer T.S. Uhmann ist. Aber ich habe ihn dann kennengelernt im Backstage und er hat auch von der ersten Minute an immer ein Bier am Hals gehabt. Und war dann auch sehr bald sehr betrunken und hatte aber nie den Leuten das Gefühl geben wollen, dass er das irgendwie ausnutzt, dass alle hier um ihn rumwimmeln und irgendwas richten, damit die Künstler es toll haben, sondern er wollte immer sich bedanken, indem er einfach mithilft. Und dann hat er auch in der Phase seiner 3 Promille oder so ist er immer wieder angekommen und hat mir dann auch auf die Schulter geklopft und sich bedankt und meinte, wenn du was zu tragen hast oder wenn du irgendwas brauchst, wo du Bedarf hast an mir, dann sag Bescheid. Dann tragen wir Dinge von A nach B oder komplexere Sachen. Hätte ich ihm dann auch nicht mehr zugetraut, aber das hätte er auch gemacht wahrscheinlich. Hätte man ihm gesagt, fahr mal den LKW mit der Dusche, weiß ich nicht. Der hat sich alles zugetraut. Und ich glaube, einmal habe ich ihn auch gerufen, wo ich eine Hollywood-Schaukel 10 Meter bewegen musste und er war auch froh. Das ist aber schon sehr lange her, das war wirklich 2001. Ja, da hatte er auch noch richtig lange Haare und sah ganz anders aus als jetzt. Für mich ist das Festival ja auch immer mit Camper verbunden. Das wird den anderen sicherlich wahnsinnig ungerecht. Aber Camper hat immer uns angesprochen und wir hatten immer mit Camper zu tun. Aber die ganzen immer gut Leute, die das organisiert haben, die haben sicherlich auch in der Zeit das hochgestampft, wo es extrem günstig war, sowas hochzustampfen. Und so, dass, ich sage jetzt mal ganz offen, dass wir jetzt hier heute hier spielen und Tomte und Ketka und so. Dass wir kommen natürlich auch für so einen Bruchteil unserer Gage jetzt hier heute her. Und das machen wir ja natürlich auch, weil wir dem Festival was zu verdanken haben. Und da gibt es sicherlich einige Beispiele. Und das ist halt eine tolle Sache, dass man da halt auch irgendwie so einen Zusammenhalt oder so eine Verbundenheit hat, die sich halt dann dadurch ausdrückt, dass halt größere Bands oder Bands, die halt dem immer gut verdankbar sind, oder ist das 10-Jährige ganz besonders ein ganz besonderes Festival, dass die dann halt wiederkommen und dass das toll ist. Dann bei Pehl, haben wir ja gestern ihr letztes Konzert gespielt, wurde mir das auch dann noch ein bisschen bewusster, weil die Band aufgehört hat und die Band einfach ganz wichtig in meinem Leben war und sie an dem Tag aufhört und ihre letzte Show spielt, wo ich einfach auch mein letztes Festival mache, was mich 10 Jahre lang oder 10 Jahre der Mittelpunkt meines Lebens war. Da wir aber gedacht haben, dass es halt ein guter Zeitpunkt ist, die Band aufzulösen, haben wir eigentlich so uns das als ultimativen letzten Champions League-Auftritt hier gesetzt. Musik.
five shaking hands and left. A mess of structured words and receive a rest. Tall building ties that city down on our last night left. I cannot be so shy, but actually also wie wir das im nächsten Jahr machen, also darüber haben wir uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber also ich glaube, es wird vielleicht einen größeren Kreis geben von Leuten, die sich dort bei der Bandfindung und beim Booking engagieren können. Also so ist es erstmal angedacht, aber da müssen wir noch drüber reden. Aber es, also es ist natürlich auch schwer, jemanden zu ersetzen, der sich so gut im Musikgeschäft also bewegt und so gut auskennt. Aber also ist schon gangbar, glaube ich. Aber ja. Also müssen wir sehen, wie es wird, aber also ich glaube, dass es funktionieren kann. Also ich glaube, also was ich über die Jahre auch gelernt habe, dass man Personen ersetzen muss. Also so professionell muss man einfach arbeiten können. Und das ist klar, es ist schwer. Und Campy hat viel Herzblut immer reingebracht, aber ich glaube, also man muss da eine Lösung für finden, wenn das Festival weiter funktionieren soll noch, oder wenn es das Festival noch gibt. Und sonst muss man sagen, okay, es ist immer gut, Festival ist jetzt dann. Ja. Naja, es gibt einfach andere Sachen in meinem Leben, die wirklich so wichtig geworden sind, dass ich sie nicht halbherzig machen will. Und es ist immer gut, eigentlich 50% meines Lebens immer noch beansprucht, meiner Zeit. Und alles, was ich jetzt darüber hinaus mache, braucht eigentlich mehr als 50% von mir. Und das ist aber eigentlich schon seit längerer Zeit so. Weil immer gut mich ja auch, wie ich es vorhin schon mal angehört habe, mich auch einfach wirklich mental sehr belastet. Dadurch, dass ich einfach so unmittelbar alles abbekomme, positive wie negative. Und das dann irgendwann echt eine richtige Last geworden ist. So. Ich spüre halt einfach echt so seit Jahren eine richtige Last. Wenn ich irgendwie langfristig plane, weiß ich eigentlich immer, okay, im Herbst, spätestens Frühjahr,
bist du eigentlich raus. Da hast du einfach so viel mit Mirgo zu tun, da kannst du dich gar nicht richtig locker machen. Und ich möchte einfach jetzt diese Last nicht mehr haben und möchte einfach auch mich wirklich komplett auf andere Sachen mal konzentrieren. Und man kann wahrscheinlich jeden auffangen und wahrscheinlich kann man auch Daniel auffangen, aber es ist ja trotzdem, der Booker ist halt einfach der Inhalt des Festivals. Ne? Und wenn wir es halt weitermachen, ich denke, es wird anders. Also andere Leute, die ich kenne, die jetzt keine Veranstaltung zusammen machen oder irgendein anderes Projekt, die sind sehr verstreut in Deutschland und halten so rudimentären Kontakt so alle halbe Jahre mal oder so. Und bei uns ist das schon zwangsweise sehr häufig, also dass wir uns regelmäßig treffen, Nachbereitung, Vorbereitung, dann auch mal ein Ich bin okay, du bist okay Gespräch haben, wo es dann auch um persönliche Dinge geht. Wir müssen einfach andere Wege finden, Zeit miteinander zu verbringen. Also das wird auch sehr schwierig einfach werden für mich, weil einfach einmal die Woche hat man eben mit Person XY telefoniert wegen immer gut und dann hat man zumindest wenigstens telefoniert und hat im Nebensatz nochmal am Leben teilhaben können des anderen. Das wird natürlich jetzt schwieriger, jetzt muss man sich auch noch mehr zwingen, einfach auch mal so anzurufen und zu fragen, hey, wie geht's, ohne immer gut Kontext. Das ist natürlich auch vielleicht dann für uns alle eine Herausforderung so ein bisschen, aber für mich, für mein eigenes Leben ist das jetzt die absolut richtige Entscheidung. Und ich glaube, da wird sich auch nichts dran ändern in den nächsten Wochen. Also es ist total anstrengend, also das Festival ist halt total anstrengend, ne? Und ich bin auch, weiß nicht, ich sehe wahrscheinlich auch total scheiße aus, aber es ist halt trotzdem mal was, wo ich wirklich nur das Festival mache und nichts anderes. Also ich muss nicht unterrichten, ich muss nicht lesen, ich muss nicht arbeiten. Ich habe halt wirklich nur zwei Wochen lang, auch wenn es halt wenig Schlaf ist, aber ich habe zwei Wochen mit meinen Freunden, mache eine Sache und höre halt die Musik, die ich mag. Und wir machen halt einfach was zusammen. Und das entspannt den Kopf schon extrem. Und das ist halt, das will ich eigentlich nicht aufgeben, aber ich kann auch irgendwie die Zeit nicht mehr investieren. Also es sind so Logik und Herz, was halt schwierig ist. Und ich kann den Leuten auch, es ist echt komisch, das zu sagen, aber es wäre komisch, den Leuten in die Augen zu schauen und zu sagen, ey, das Festival gibt es nicht mehr. I'll see you.